Dann herzlich willkommen im Zoom-Chat zur Abschlussveranstaltung. Wir in Groß in der Pandemie des 8. Asientags Solidarität in der Pandemie. Also der Asientag 2020 wird gemeinsam von Stiftung Asienhaus, Philippinenbüro und Koreaverband veranstaltet. Also, und jetzt seht ihr ja sehen Sie unsere Regeln, wie wir Spielregeln, wie wir damit umgehen, kann alle lesen. Wichtig ist, dass Sie Fragen haben, während wir sprechen, diskutieren, tragen Sie sich ein in den Chatroom und das müsste alle unten, wenn Sie anklicken, dass das rausgehen muss, Diskussion, alle Teilnehmer und Zuhörer. Und es gibt heute auch eine Übersetzung, praktisch, wenn unsere Referentin spricht, dass das auch vom Rosa von Englisch ins Deutsche übersetzt wird. Und wer nur die Übersetzung braucht, ist das an der ganz rechts unten gibt es einen Dolmetscher. Und wer keine Übersetzung braucht, kann inaktiv bleiben oder auf dem deutschen Kanal bleiben, inaktiv bleiben. Aber wenn man deutsche Übersetzung braucht, muss man auf Deutsch anklicken. Sonst kann jeder dann die Übersetzung hören. Und ja, genau. Deswegen, also ist das erstmal den Hinweis, falls man Fragen hat, wird das irgendwie in Chat gestellt und jede Frage von Ihnen wird das in Chat eingetragen und wird dann unser Mitarbeiter und Kollege Jan Prell die ganzen Fragen sammeln und dann am Ende an die Referentinnen gestellt. Ja, ist auch für mich auch das erste Mal, dass wir so im Chatroom eine Diskussionsrunde machen, ohne die Referenten irgendwie zu sehen. Das ist wirklich schwierig, eine große Herausforderung, aber wir werden das auch hinbekommen. Ich muss mich zuerst vorstellen. Also mein Name ist Nathalie Chonghae-Han. Ich bin Vorstandsvorsitzende vom Koreaverband. Und heute sind drei wunderschöne und großartige Sprecherinnen, Referentinnen dabei. Das ist ein großes Glück, dass wir sie alle drei bekommen haben, die wirklich ganz gewichtigen Beitrag und aus verschiedenen Perspektiven uns darstellen. Zuerst würde ich Rosa vorstellen. Rosa Cordeia und Cassio, wir kennen uns ja schon von unseren verschiedenen Aktionen im Koreaverband und zu den Trostfrauen. Und Rosa ist promoviert, also wir duzen uns, denke ich mal, das ist einfacher, weil wir uns alle kennen, ist Anthropologin und Wissenschaftlerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an dem Institut für Südostasienkunde des Berliner Instituts für Asien- und Afrika-Studien der Humboldt-Universität. Und sie ist außerdem auch Gründerin der Plattform Philippine Studies Series in Berlin. Und wir haben auch gedacht, weil wir alle sehr viel gemacht haben und publiziert haben, dass wir genaue biografische Angabe in unseren Chatraum stellen und dass Sie dann irgendwie auch nachlesen können. Und dann werde ich Dr. Lia Yu vorstellen. Und wir haben uns jetzt dabei bei diesem Panel zum ersten Mal kennengelernt, aber kommt mir so vor, als würden wir es wirklich schon lange kennen. Ich freue mich sehr, dass wir heute dich auch hier dabei haben. Dr. Lia Yu ist Politikwissenschaftlerin und Schriftstellerin. Ihre politische und literarische Arbeit beschäftigt sich mit der politischen Neurowissenschaft des Rassismus und der Dehumanisierung sowie bikulturellen Identitätskonflikten und unseren tief gespaltenen liberalen Demokratien. Sehr, sehr spannend und neuer Bereich. Und dazu wird auch Dr. Lia Yu auch vorstellen. Und ein ganz wichtiger Hinweis wäre, dass ihr Buch Vulnerable Brains, The Neuropolitics and Divided Societies, wird im nächsten Jahr
erscheinen bei Columbia University Press. Alles Weitere könnt ihr auch in unserem Chatraum nachlesen. Und wenn die beiden Ladies vorgestellt wurden, jetzt würde ich einen langen Freund von Koreaverband und auch von Korientation, der ehemalige Vorstand, Dr. Kil Nihar vorstellen. Er ist ein der ersten von den BPOC, Black and People of Colors hier in Berlin, die ersten Hybriditätskonzept vorgestellt hat. Ni ist ebenfalls promovierter Kultur- und Politikwissenschaftler und lebt in Berlin. Und er hat an New York University sowie an der Universität in Hamburg und Tübingen und Bayreuth zu postkolonialer Kritik, Migration und Asian Diaspora Studies geforscht und gelehrt. Auch er hat jetzt zuletzt eine Publikation, der 2012 schon erschienen ist, mit dem Titel Asiatische, Deutsche, Vietnamesische Diaspora und Beyond, wird jetzt im Frühjahr 2021 nochmal erweitert aufgelegt. Also viel Aufmerksamkeit dazu. Ja, dann, bevor wir mit den Panelisten anfangen, wir würden ja auch jeder würde einen kurzen Input geben von 8 Minuten, maximal 10 Minuten. Und unser Thema, wir in der Corona-Pandemie, also da bin ich sehr froh, dass wir diese Möglichkeit haben, im Rahmen des Asientags auch das Thema mal anzusprechen. Ich will noch ganz kurz von meiner persönlichen Erfahrungen in Deutschland schildern, die sehr lange schon in Deutschland lebt, also seit 42 Jahren, muss man sich vorstellen. Und 1978 bin ich zuerst im Alter von 16 Jahren im Raum in Süddeutschland gewesen, zuerst in Stuttgart, aber war ich dann in Ingolstadt in Bayern in einem katholischen Internat. Und später habe ich in Stuttgart Abitur gemacht, in Tübingen studiert. Und 1987 bin ich nach Berlin gekommen, als die Mauer noch stand. Und mein Magisterabschluss, also mit großer Mühe in Korea-Studien an der Humboldt-Universität in der Übergangszeit machen können. In diesen langen Zeit, wo ich in Deutschland mein Leben verbracht habe, hatte ich im Alltag mehrere Identitäten, sobald die Medien etwas gebracht haben. Ich war zuerst auch von Boat People, was die Leute kannten, damals die Asiatin, die aus Vietnam kam. Und Anfang der 80er Jahren gab es, florierte damals Sextourismus nach Thailand und auch Frauenheiratsmigration aus Thailand. Und so war das auch, auf den Straßen, war diese Wahrnehmung, die Asiatische ausgesehen haben, dass wir Prostituierte waren und haben sehr viele unangenehme sexistische Erfahrungen gemacht. Und aber ganz interessant ist, die negativsten Erfahrungen, also jetzt abgesehen von unseren aktuellen Themen, jetzt mit Corona-Pandemie, davor war das, als Japan sehr groß angepriesen wurde oder sehr kritisch in den Medien dargestellt wurde, Japaner kommen, kopieren alles, bedrohen unsere Wirtschaft. Und so bin ich auf der Straße wirklich sehr negativ angemacht worden. Du Japsen, geh nach Hause und ihr macht uns dann alles kaputt und Japsen Vorbilder. Und interessant ist auch, dass die Japanerinnen nie so angemacht wurden, aber ich bin immer ständig als Japanerin signifiziert worden und auf den Straßen sehr negativ angemacht worden. Und dann kam natürlich verstärkt diese Angst immer vor die gelben Gefahr durch die chinesischen Wirtschaft oder Chinesen. Und so war das auch in Berlin in den Anfang der 90er Jahren auch unglaublich negative Bemerkungen. Ja, in China wirst du, dann bringen die Leute alles durcheinander mit Singapur oder China, wirst du ins Gefängnis landen, wenn du rauchst auf der Straße und so weiter. Und jetzt sind wir wirklich da angelangt mit Corona, dass es wirklich so heftig das herausgekommen ist, dieser Rassismus gegen asiatisch gelesenen Menschen. Und ich habe für mich persönlich wohne ich in einem Wohnviertel oder in Schöneberg,
in Berlin und der Arbeitsplatz Koreaverband in Moabit in Birkenkitz ist mir persönlich nichts Schlimmes passiert. Aber was mir bewusst geworden ist, als sehr viele Interviewanfragen kamen, dass ich früher so oft angemacht wurde, aber nie auf die Idee kam, dass es Rassismus ist. Ich habe das alles hinnehmen müssen, wenn man tagtäglich auf der Straße Ching Chang Chung als junges Mädchen, klein und zierlich, wirklich, also konnte ich nur einen Tag zählen, wo ich nicht angemacht wurde. Aber ich habe das alles irgendwie, musste das hinnehmen und so leben. Und das ist im Moment wirklich die Eskalation. Und dass wir alle darüber reden können, ist auch eine große Chance, Krise, eine Chance, aber eine sehr große Herausforderung. So, jetzt habe ich sehr viel geredet, aber ich denke, wir haben heute eine Diskussionsrunde, die einerseits wissenschaftlich Expertinnen geführt wird, aber ebenfalls, glaube ich, die wir alle, die in Europa auch leben, in Deutschland, dass wir auch eine gelebte Rassismus haben und dass wir durchaus auch persönliche Erfahrungen sprechen können. So, jetzt würde ich Rosa bitten, dass du vielleicht zuerst ein paar von deinen Thesen vorstellst. Würde das? Ja, bitte. Thank you very much, Natalie, for the kind introduction. And thank you, Joanna and Hannah, for the invitation to be part of this panel. Good afternoon, everyone. My input will be very brief. I've been working on how Filipino photojournalists' coverage of the brutality of Rodrigo Duterte's drug war has helped push back against othering and killings in the Philippines. Today, in my brief input, I will talk about another effect of media images and reporting, that of engendering, reinforcing, and amplifying prejudices. Anthropologists Andrew Strathern and Pamela Stewart write in their book, Terror and Violence, Imagination and the Unimaginable, and I quote, media sources, by their very immediacy, can greatly intensify and magnify the perceptions involved of events. They do so not only by presenting visual images, but by appealing to and conforming with basic scenarios in people's minds that are connected to cosmic schemes of good versus evil and the lessons of history, end quote. These are shaped by the way mass media presents news, such as the images and language used, the layout, sounds, and statements of newscasters, among others. In reaffirming pre-existing constructs in people's minds and providing a prejudiced evaluative framework for events, such media sources can arouse hostile emotions, such as hate, disgust, fear, resentment, or anger against a segment of society. The latter is especially the case when there are also discriminatory and inflammatory discourses by political leaders and other influential public figures. We see these dynamics in relation to media coverage of the COVID-19 pandemic and certain political leaders' statements that play on anti-immigrant and anti-foreigner biases and anxieties of disease, fueling intensified anti-Asian racism in various parts of the world. Calling the virus the Chinese virus, as Trump has done, and the use of photos of Asians, particularly those who stereotypically look quote unquote Chinese, in news reporting on the virus, as we have seen in German media, direct people's worries, fear, and anger about their life conditions that have been affected by the pandemic against a particular segment of society. Consequently, certain groups of people are seen as a dangerous and disgusting other who are the source of the virus and must be dealt with accordingly. The reification of difference to the point that it leads to othering emerges from the interaction of political, historical, socioeconomic, and ideological processes. And this, of course, includes the role of mass media. These segments of society that have been targeted during the pandemic are also those who have been othered even before the pandemic. In India, Muslims were blamed and feared for spreading the virus. In China, it was Africans. In Germany and the United States, it was people with Asian origins, or more specifically, those who are generalized as Chinese. There are numerous incidents of people of Asian origin being scapegoated, attacked physically and online, shunned and ridiculed. The Stop Asian Americans and Pacific Islanders Hate Youth Campaign reported 1,900 incidents of anti-Asian racism in the United States in an 8-week period between March and May 2020. This include verbal attacks, physical assaults, including being spat or coughed at and sprayed with disinfectant, and civil rights violations such as workplace discrimination, with women being targets of racism more than men. In Germany, the incidents are equally appalling.
A friend's teenage daughter, for instance, was left crying after a distressing experience in the U-Bahn in March, where she was shunned and then shouted at. No one in the train said anything in her defense. After this incident, my friend was so worried for her daughter that she told the latter not to go anywhere alone. She also considered buying a pepper spray for her daughter so that she will not be defenseless. One can read about similar and even worse experiences in the website and Instagram account ichbinkeinvirus.org, which has been documenting pandemic-related anti-Asian racism in Germany. This group's documentation shows that anti-Asian racism is not just confined to the first few months of the pandemic, they persist in the present. Incidents of anti-Asian racism have been so high that psychiatrist Justin Chen and his colleagues in the US refer to it as the pandemic's secondary contagion that threatens people of Asian origin. These forms of racism have a continuity with anti-Asian racist tropes where Asians, particularly those marked as East and Southeast Asian in origin, are sexualized, infantilized, stereotyped as submissive and as a quote unquote model minority who work hard and never complain. Yet at the same time, they have been the subject of everyday forms of microaggression and more overt forms of hostility and violence and dehumanization, such as in the yellow peril, quote unquote, racist ideology. The latter is rehashed and revitalized during the COVID-19 pandemic. These stereotypes and prejudices have damaging and dangerous effects on people's mental, emotional, and physical well-being. Coupled with the disproportionate impact of COVID-19 on people of color in the US and Europe that glaringly exposed structural racism, the exhortation of we together against corona thus deserves to be critically examined. Efforts by groups such as Corientation, which has been documenting and protesting anti-Asian media coverage of the pandemic, of ichbinkeinvirus.org and the new research project on anti-Asian racism in the context of the pandemic in Germany by a collaborative team from HU, FU, and the Detsim Institute are important in pushing back against racist tropes that are produced, reproduced, repackaged, and propagated in media presentations and public statements. I thus look forward to my co-panelists and the audience insights on this topic and on resisting anti-Asian racism and building solidarity with other anti-racism initiatives. Thank you. Shall we go on to the next, or is there clarificatory questions at this point? Bist du fertig mit deinem Vortrag, oder? Ja. Yeah. I'm done. Yeah. Ich denke, dass es wirklich eine Wahnsinns-Inputs war, was Rosa uns vorgestellt hat in diesen gesamten aktuellen Situationen, wie Corona-Pandemie auf asiatische Menschen ausgewirkt hat. Es sind ja sehr viele Stichworte gefallen mit Sündenbock und Entmenschlichung und dass es wirklich ganz wichtig ist, glaube ich, auch ausgehend von meiner persönlichen Erfahrung, dass es sogar auch wirklich besonders auch mehr auf die Frauen, Asiatinnen auch projiziert wurde, die sowieso auch ein Opfer von Rassismus und Sexismus waren. Und das, denke ich mal, ist auch wirklich auch eine tiefe Verankerung da sind. Ich denke, dass wenn Sie, also die Zuschauerinnen, Fragen haben, können Sie jetzt in den Chatraum stellen. Aber ich denke, dass wir anschließend weiter mit Nies Beitrag probieren wollen, was Nie jetzt in Deutschland auch diese lange historischen anti-asiatischen Rassismus uns auch vorstellen. Und genau, und um dann anschließend unsere Diskussion dann unter den Referentinnen fortzusetzen. Ja, bitte dann, Nie.
Ja, hallo erstmal. Ich möchte mich zunächst bedanken für die Einladung, hier an diesem Diskussionspanel mich einbringen zu können. Und ich freue mich auch sehr, dass gerade Rosa Castillo und ich denke später auch Lia Yu noch uns ganz, ganz wichtige Inputs für diese Debatte und für unser Verständnis von antiasiatischem Rassismus in Zeiten der Corona-Epidemie leisten. Ich möchte auch gern ein Stück weit an Rosas Input anschließen und Sie darin auch unterstützen, dass die Medien eine wichtige, wenn auch sehr ambivalente Rolle in der Frage der Produktion von antiasiatischem Rassismus spielen. Gerade in der Anfangsphase waren ja die Medien, und da gibt es ja unzählige Beispiele dafür, welche verschiedene Formen von antiasiatischen, speziell auch antichinesischen Stereotypen, Bilder, Feindbilder in die mediale Welt hineingeworfen wurden, dadurch den Alltag, aber auch unsere imaginäre Vorstellung also des westlichen Umgangs mit China verstärken und dadurch auch den rassistischen kolonialen Blick auf asiatisch wahrgenommenen Menschen dadurch verstärkt werden, wobei dann das Chinesische dann, es ist ja eh undefinierbar, wer oder was das Körperliche oder das Sichtbare am Chinesischsein halt ist, dementsprechend findet dann im Rahmen des Corona-Rassismus eine Ausweitung der historischen antichinesischen Feindbilder halt statt, sodass zunehmend alle Menschen, die irgendwie asiatisch gelesen werden könnten, die asiatisch fremd wahrgenommen werden, asiatisch fremd konstruiert werden, letzten Endes Teil des Corona-Rassismus werden, ob sie es wollen oder nicht, nämlich als Betroffene von rassistischen Diskursen, von Anfeindungen, von Diskriminierung und natürlich auch von rassistischer Gewalt. Ich denke, dass es halt ganz wichtig ist, dass, wie auch Rosa schon angemerkt hat, dass dass Betroffene und auch Community-Organisationen wie Contagion, aber auch der Korea-Verband und viele andere Organisationen den medialen Diskurs sich widersetzt haben, um dagegen zu protestieren, um auf andere Bilder und auf andere Fakten hinzuweisen, die diesem Diskurs entgegenstehen und dadurch auch etwas ermöglicht haben, was es in der Form eher eine Anomalie im deutschen Kontext darstellt, nämlich eine mediale Auseinandersetzung mit Formen des antiasiatischen Rassismus. Und aber ich denke, das ist nicht genuin sozusagen das Interesse der Medien gewesen, die sozusagen aus einer selbstreflexiven, selbstkritischen Impuls sich dann verstärkt mit antiasiatischem Rassismus in ihrer Medienberichterstattung sich auseinandersetzt haben, sondern dass maßgeblich Betroffene durch ihre Einwürfe, durch ihre Proteste, durch ihren Widerstand in den sozialen Medien, in den neuen Internetkommunikationsplattformen auf Widersprüche, auf Widerstände hingewiesen haben und dementsprechend auch einen Gegendruck erzeugt haben, der für diesen Gegendiskurs, für eine rassismuskritische Auseinandersetzung mit medialen und sonstigen Diskursen zum Corona-Rassismus dadurch halt das Spielfeld und auch die Spielregeln ein Stück weit verändert haben. Nichtsdestotrotz finde ich es gerade vor diesem Hintergrund halt wichtig, nochmal sich mit der Normalität oder mit der Normalisierung von antiasiatischem Rassismus im deutschen Kontext sich auseinanderzusetzen. Und zunächst möchte ich eigentlich nur ganz kurz an zwei Beispiele erinnern, wo trotz der Signifikanz dieser Ereignisse es doch erstaunlich ist, wie wenig Wissen, wie wenig erinnerungspolitische Praktiken und Institutionen zu diesen Formen von antiasiatischen Rassismus gegeben hat. Und wenn es sie gegeben hat, dann waren es wiederum antirassistische Selbstorganisationen, die auf diese Lücken, auf diese Defizite, auf diese Nichtaufarbeitung, auf die Nichtanerkennung von antiasiatischem Rassismus hingewiesen haben. Und dadurch auch eine Gegenöffentlichkeit geschaffen haben,
um solche Diskurse und solche und auch dieses Wissen sozusagen aus der Versenkung der Geschichte wieder hervorzuheben. Das erste Beispiel ist für mich Rostock-Lichtenhagen, das Pogrom, das 1992 stattfand, unter sehr, sehr spezifischen Bedingungen. Es war einerseits das erste Pogrom seit 1945, das überhaupt stattgefunden hat. Es hat Menschen getroffen, neben Roma-Geflüchtete waren es halt vietnamesische Vertragsarbeiterin, die zu dem Zeitpunkt im sogenannten Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen gelebt haben. Und es fand statt in einem politischen Umfeld, wo es darum ging, das Projekt, nämlich die de facto Abschaffung des Asylgrundrechts, durch eine Moral Panic zu ermöglichen, indem mit dem ja, historisch sehr, sehr, ja, sehr, sehr, wie soll ich sagen, belasteten Begriffen der Überflutung, die gerade auch für den antiasiatischen Rassismus von großer Bedeutung sind, gespielt wurde, um einen gesellschaftlichen Notstand hervorzurufen, der radikale Mittel benötigt, nämlich Grundrechtsänderung. Und trotz des Pogroms, trotz der volksartigen Stimmung, die während dieses Pogroms herrschte, trotz der Medien-Live-Berichterstattung von diesem Pogrom, die in dieser Form wirklich für mich vollkommen unfassbar war, weil ich das nicht für möglich gehalten habe, dass nach 1945, nach dem Holocaust, ein öffentlich zelebrierter Rassismus volksfestpogromartig in der Öffentlichkeit in dieser Form übertragen werden kann, zelebriert werden kann und die Polizei, die Politik ist vollkommen handlungsunfähig, wobei es inzwischen, denke ich, sehr gute Indizien dafür gibt, dass dieses Pogrom politisch in Kauf genommen wurde, um weiterreichende politische Ziele, nämlich die Grundrechtsänderung, durchzusetzen. Und dafür brauchte man anscheinend einen Staatsnotstand, der auf diese Art und Weise oder ein Notstandsszenario, das auf diese Art und Weise inszeniert wurde. Und trotz dieser Dimension ist es dann doch wiederum erstaunlich, dass an Rostock-Lichtenhagen nur alle 10 Jahre, alle 20 Jahre oder sozusagen zu ganz besonderen bestimmten Jahrestagen erinnert wird, aber es ist keine kontinuierliche Auseinandersetzung damit gibt und letzten Endes auch nicht unser Verständnis von der deutschen Gesellschaft und wie wir mit Rassismus, vor allem auch diesen Formen des Rassismus umgehen, letztlich verändert hat. Das hat nicht die Grundfesten dieser Gesellschaft verändert, aber es hat auf jeden Fall mein Bild von der deutschen Gesellschaft maßgeblich verändert, weil ich vor Rostock-Lichtenhagen diese Form von Rassismus eigentlich für historisch nicht mehr für reproduzierbar hielt. Ein anderes Beispiel bezieht sich halt auf zwei vietnamesische Boat People, die 1980 in Hamburg umgekommen sind. Es handelt sich dabei Boat People, die nach dem US-amerikanischen Vietnamkrieg von Deutschland aufgenommen waren, unter anderem auch von der Wochenzeitung Die Zeit. Und Nguyen Ngoc Châu und Doan Lan wurden von organisierten Rechtsextremisten ermordet. Das ist gerichtlich nachweisbar festgestellt worden. Sie sind damit, soweit wir wissen, die ersten nachweislich aus Grund von rassistischen Motiven ermordeten Menschen in Deutschland seit 1945. Und obwohl die Zeit ja eine besondere Verantwortung auch für die Aufnahme dieser Boat People-Gruppe hatte, hatte sie nach einer Erstberichterstattung 1980 erst 2012 nach der Aufdeckung der rassistischen NSU-Morde wieder über diese Thematik berichtet. Das heißt, es herrschte über Jahrzehnte hinweg eine vollkommene Amnesie, was den Umgang und die Auseinandersetzung mit antirassistischem Rassismus angeht. Und ich denke, dass diese Amnesie in der Auseinandersetzung mit antirassistischem Rassismus auch insoweit symptomatisch ist für unseren Umgang, für unser Nichtwissen, was die historischen Grundlagen des antiasiatischen Rassismus in der westlichen Welt, aber auch speziell in Deutschland halt angeht. Ich denke auch, dass wir den Corona-Rassismus nur dann wirklich erfassen können in seinen Dimensionen und vor allem auch in seinem historischen Längsschnitt,
wenn wir den heutigen anti-asiatischen Rassismus mit der Geschichte des kolonialen Rassismus verbinden, weil er darin einen Platz hat. Er ist sozusagen eine Fortsetzung dieser kolonialen Geschichte des anti-asiatischen Rassismus, der auch maßgeblich dann Ende des 19. Jahrhunderts zur Jahrhundertwende, zum 20. Jahrhundert, vor allem unter dem Begriff und ja der kolonialrassischen Konstruktion der Game-Gefahr firmierte. Dieser Begriff wurde erstmalig nachweislich im Französischen 1897 verwendet von einem Soziologen, Le Perigeux. Im Englischen wurde dieser Begriff um diese Zeit dann auch verwendet. Das heißt, dieser Diskurs hatte eine internationale Dimension und fand statt in einem geopolitischen Rahmen, wo es einerseits um die Kolonisierung Chinas ging und China wurde als ein schwaches, im Niedergang begriffenes Reich angesehen und im Wettlauf um die Eroberung Chinas, um die Aufteilung des chinesischen des chinesischen Marktes, der chinesischen Kolonien, parallel zum doch damals verlaufenden Scramble of Africa, wo sozusagen auch die Kolonialmächte Afrika sich untereinander aufgeteilt wurde, spielte dieser Diskurs um die Gefahr eine sehr wichtige und zentrale Rolle. Und neben dieser internationalen Dimension muss man halt natürlich auch auf den deutschen Beitrag und auf die deutschen Ursprünge des Diskurses um die sogenannte gelbe Gefahr hinweisen. Denn der Ideengeber und auch maßgeblicher Unterstützer dieser Form des Orientalismus, des anti-asiatischen Rassismus, war kein geringer als Kaiser Wilhelm II., der 1895 von dem Maler Hermann Knackfuß ein Gemälde in Auftrag nahm mit dem Titel Völker Europas, waret eure heiligsten Güter, in dem eine Frauengruppe, die Nation Europas darstellen sollten, als eine Art Nationalikon, von einem auf einer Wolke heranschwebenden Buddha bedroht wurde. Und dieses Bild nimmt ganz, ganz viele Elemente des Diskurses um die gelbe Gefahr hinweg. Es geht einerseits um den Einfluss, um die Bedrohung, die von Asien herannaht, in dem Falle natürlich auch sehr speziell gegendert und die Fantasien um Rassenschande, um den Niedergang der weißen Rasse durch die sexuelle Annäherung, durch die Vermischung mit nicht weißen Männern und speziell auch mit asiatischen Männern galt als eine Form der Rassensünde letzten Endes, die dann auch unweigerlich zum Niedergang der weißen Rassen führen würde. In diesem Diskurs sind Elemente vorhanden, die auch für die heutige Zeit wichtig sind. Bevor ich zu lange rede, weil das können wir vielleicht dann auch nochmal in der Diskussion dann aufgreifen, aber ich möchte nur einen Punkt noch rausgreifen, weil ich das für wichtig halte, ist, dass die Trope der Game-Gefahr in unterschiedlichen Schattierungen und natürlich auch abhängig von den jeweiligen politischen, sozioökonomischen, kulturellen Kontext verschiedene Formen annehmen kann. Man eine Form, die es angenommen hat, ist, dass die gelbe Gefahr eine omnipräsente, omnipotente, unsichtbare, schleichende Gefahr darstellt, die auch mit Phänomenen der Vermassung, der Überflutung, der Überschwemmung verbunden ist. Und diese Bilder sind natürlich irgendwie im Umgang mit Migration im westlichen Kontext von großer Bedeutung, aber genauso in der Diskussion um Chinas Aufstieg im 21. Jahrhundert, wo auch solche oder ähnlich gelagerte Bilder
eine Rolle spielen. Und ich denke, dass sozusagen ja, die kritische China-Berichterstattung, die zuweilen auch an China-Bashing grenzt, nicht ohne diesen historischen Kontext der Konstruktion der gelben Gefahr und ihren Bildern und ihren Fortschreibungen diskutiert und analysiert werden kann. Ja, vielen Dank, Nhi. Ich kannte schon deine Arbeit, aber so heute so in komprimierter Form, ganz gezielt im Kontext dann auch jetzt mit Corona-Pandemie, kommt das mir auch noch persönlich auch wirklich viel, viel mehr hautnah bei mir an. Ich hatte auch vorher auch vergessen, dass ich das erwähnen wollte, nach der Wende, als ich an der Humboldt-Universität Anfang der 90er Jahre studiert habe, in den Anfang, Mitte der 90er Jahre hinein, war das auch für mich auf der Straße auch nochmal sehr bedrohlich. Der Begriff Fidschis waren diese auf die vietnamesischen Vertragsarbeiter aufgemünzt. Und das waren auch Zeiten, wo ich mir auch überlegt habe, ich möchte nicht mehr in Berlin leben, ich möchte nicht mehr in Deutschland leben. Ich hatte Angst um meine eigenen Kinder. Das war eine ganz schreckliche Zeit. Und ja, und was das auch tatsächlich dann auch mit Rostock-Lichterhagen passiert ist, es war wirklich eine sehr schwere Zeit für uns. Und die gelbe Gefahr, glaube ich, ist da einerseits. Und was ich dann persönlich auch immer erlebt habe, ist, dass sie über die andere Gruppe, also über die türkischen, negativ gesprochen haben. Und dann haben sie, um mich hervorzuheben, also mich zu loben, du bist eine Ausnahme, aber die anderen. Und das war auch eine immer ganz interessante Konstellation, die ich immer erleben musste und sagen, du bist anders, du bist gut, aber die anderen, die bildungsresistente Türkinnen, immer gegen die andere Gruppe gehetzt, also das ist auch wirklich gehörte auch zu dem Alltag. Und ja, jetzt gehen wir, ich will jetzt nicht zu lange reden. Und ja, nochmals, ich glaube, können wir alle gemeinsam nachher nochmal hier miteinander auch diskutieren. Jetzt würde ich auch Lia bitten, dann auch dein Input darzustellen. Ich denke, dass es wirklich auch sehr wichtiger Beitrag wird, all die vorhergehenden Beiträge dann auch nochmal zu kommentieren. Ja, vielen, vielen Dank, Nathalie. Erstmal vielen Dank an Asienhaus und an Joanna Klabisch, die das organisiert hat. Auch Shoutout an Jan Prell vom Korea-Verband. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Vielen Dank an meine zwei Speaker vor mir, Rosa und Nhi, mit euren tollen Vorträgen, auf die ich auch gleich versuchen werde, neuropolitisch einzugehen. Und vor allem dir auch, Nathalie, also dein Bericht, deine Geschichte, deine Lebensgeschichte, deine Identitätsgeschichte war sehr eindringlich, sehr berührend für mich. Und ich glaube, wir haben wirklich dieser ersten Generation sehr viel zu verdanken, was ihr da für uns, ja, die Wege, die ihr da offen gemacht habt für uns. Und es ist für mich sehr berührend, dass wir auch intergenerationally drüber sprechen. In meinem Vortrag geht es heute darum, wir alle wissen, und das haben wir gerade in den Vorträgen auch gesehen, wir wissen, asiatischer Rassismus ist echt, er ist real und er ist schädigend. Wir wissen das. Und gleichzeitig ist die Situation so, dass anti-asiatischer Rassismus in Deutschland, aber auch generell in der westlichen Gesellschaft, in westlichen Gesellschaften nicht ernst genommen wird. Und was ich heute machen will, ist sozusagen euch eine neuropolitische, euch eine neurobiologische, psychologische Realitätsebene zu liefern, die euch darin bestärken soll, oder uns darin bestärken soll, das Argument zu machen, dass asiatischer Rassismus sehr real ist. Und ich sage dazu ganz kurz als Background, also ich bin politische Philosophin. Ich verstehe, wenn Menschen sagen, Neurowissenschaften, das ist doch bestimmt reduktionistisch und deterministisch und kommen wir nicht mit Naturwissenschaften, um Rassismus zu erklären. Aber das Interessante ist, die sozialen Neurowissenschaften, die Rassismus studieren, sind aus der Politik entstanden. Also im Kontext der Civil Rights Movement in den USA, als eben in den 70ern klar wurde, in den 60ern, 70ern gut,
darf man sozusagen nicht mehr, es gibt gewisse Political Correctness Standards. Rassismus darf man nicht mehr so verbalisieren, wie man möchte. In diesem Kontext haben sich soziale, kognitive Wissenschaftler und Psychologen gefragt, wie können wir trotzdem Rassismus messen? Wie können wir trotzdem impliziten Bias, implizite Dehumanisierung, Ausgrenzung auf der Hirnebene, wie können wir das trotzdem messen? Daher kommt das. Und deshalb würde ich euch bitten, auch die Zuhörer und auch Leute, die jetzt vielleicht nicht diesen Hintergrund haben, das so zu sehen. Also es ist für mich sehr exciting, dass es eben wirklich diese interdisziplinäre Interesse gibt, uns darin zu bestärken, dass Asian Racism real ist und dass es schädlich ist. Deshalb, worüber ich heute spreche, ist einmal, ich erkläre, warum anti-asiatischer Rassismus einerseits oft unsichtbar daherkommt und wie Natalie eben meinte, wir oft als Model Minority aufgeführt werden und es schwer manchmal für uns ist zu sagen, ja, wir sind auch Opfer von Rassismus. Wir sind auch Opfer dieser schädlichen Auswirkungen. Darauf gehe ich ein, neuropolitisch. Und dann möchte ich ein kontroverses Argument machen. Ich möchte an die deutschen Eliten appellieren, also an die weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft und vor allem politische und wirtschaftliche und intellektuelle Eliten, die vor allem im Kontext von Covid, dadurch, dass die Asiatinnen nicht kognitiv humanisieren konnten, gravierende Fehler gemacht haben bei der Covid-Prävention in Deutschland Anfang des Jahres und jetzt auch noch einen riesigen Blindspot haben, sich nach Asien zu wenden und zu schauen, wie Deutschland von Asien lernen kann bezüglich Covid-Bekämpfung. Also ich will sozusagen den deutschen Eliten ein neuropolitisches Argument vorlegen, warum es in ihrem Interesse ist, uns zu humanisieren. Okay, und um jetzt reinzugehen in die Dehumanisierung, ich werde jetzt kurz drei Slides zeigen. Moment. Seht ihr das alles? Ja, ich sehe. Könnt ihr das sehen? Ja, könnt ihr die Slides sehen? Gut. Könnt ihr sie sehen? Vielleicht ein Thumbs up. Ich sehe gerade, ich höre euch gerade nicht zurück. Ja, wir also können das sehen, wir. Mhm. Ihr könnt das sehen, okay, super. Was passiert, warum wird Ausgrenzung gegenüber uns oft nicht wahrgenommen? Als Gegenbeispiel, türkische deutsche Menschen werden oft animalistisch dehumanisiert. Das heißt, sie werden als tiermäßig dehumanisiert, als Gruppe, die eben unakademisch sind, die faul sind, die kein Abi machen können. Das geht so in diese Kategorie. Bei uns ist es so, dass wir oft als hocheffiziente Maschinen dehumanisiert werden. In diesem Kontext werden uns oft dann komplexe menschliche Gefühle abgesprochen, wie zum Beispiel Wärme, Individualität und Kreativität. Also ihr kennt das vielleicht, dass Asiatinnen, die jetzt in die kreative Branche gehen oder die auch Literatur schreiben, also die all diese Dinge machen oder die einen Job haben, der menschliche Wärme ausdrückt, also nicht nur Mathematikerinnen sind und Ingenieure und so weiter, dass das oft nicht in den Köpfen von den Menschen ist. Also diese Vorstellung von Asiatinnen. Und deshalb passt das sehr gut zu, was Natalie vorher gesagt hat, also zu den schlimmen sexistischen Erfahrungen, die du leider in Deutschland machen musstest und die asiatische Frauen auch immer noch in Deutschland machen. Asiatische Frauen werden in diesem mechanistischen Dehumanisierungskomplex hyperobjektifiziert und hypersexualisiert. Manchmal wird uns sogar gesagt, ich beneide dich, Männer mögen dich, Männer finden asiatische Frauen sehr begehrenswert, vor allem in Deutschland, eine gewisse Art von Mann. Und diese Menschen verstehen nicht, dass eben die neurokognitive Forschung, die auch mit der psychologischen Forschung zusammenarbeitet, aufzeigt, dass diese neurokognitive Dehumanisierung echte Folgen hat psychologisch in der Art und Weise, wie sich Menschen dann zum Beispiel gegenüber asiatischen Frauen verhalten. Und zwar
asiatische Frauen sind ihnen nichts wert. Das heißt, wenn du wirklich dehumanisiert bist, kann mit dir alles gemacht werden. Deshalb werden sind asiatische Frauen auch eine der gefährdetsten Gruppen im Menschenhandel, bei der sexuellen Ausbeutung und auch in häuslicher Gewalt. Und das ist für uns ein doppeltes Dilemma, weil einerseits denken wir, Model Minority Mythos ist doch eigentlich gut, wir werden als kompetent dargestellt, aber diese Hyperkompetenz, Hypereffizienz führt eben dazu, dass uns Empathie abgesprochen wird auf kognitiver Ebene. Und deshalb ist das so schädlich. Und jetzt wollte ich euch noch das kurz zeigen, einfach nur, um nochmal in die Erinnerung zu rufen, was da eigentlich los war. Also vor allem am Anfang medial in Deutschland. Also es gibt kein einziges humanisierendes Bild von chinesischen Opfern oder Ärzten oder Whistleblowern oder verfolgten Journalistinnen, die auch immer noch im Gefängnis sind in China, weil sie über Wuhan berichtet haben, in Wuhan. Also ihr seht, das ist die mediale Landschaft, mit der wir umgehen müssen. Mein neuropolitisches Argument ist, dass wenn Deutsche das täglich sehen, dass das kein Wunder ist, dass sie diese Assoziation des entmenschlichenden Viruses mit Asiatinnen in Deutschland zusammenbringen, dass sie Aggression und eben auch, wie gesagt, vorher habe ich erwähnt, also wir bedeuten denen nichts, wir sind ihnen nichts wert. Das heißt, wir neglect. Also wir sind, das ist eine, wie sagt man, also Vernachlässigung, also völlige Vernachlässigung, aber das doesn't really capture it. Also es ist wirklich, ihr könnt euch neglect so vorstellen, also du bedeutest mir nichts, deshalb, wenn ich politische Entscheidungen treffe, bist du mir so unwichtig, ich will dich nicht mal angreifen. Du bist mir nichts wert. Und das ist ganz wichtig, denke ich, weil wir in der klassischen Rassismus-Theorie sprechen wir oft von Aggression. Und wir sehen auch zum Beispiel im Kontext von Black Lives Matter in den USA, dass also Police Brutality und so weiter, wir fokussieren uns sehr stark auf Aggression im Kontext von Rassismus. Aber viele Menschen wissen zum Beispiel nicht, dass schwarze Menschen in den USA, es gibt dazu eine Studie von der University of Virginia, dass schwarze Menschen in den USA, dass ihnen Schmerz abgesprochen wird. Das heißt, wenn sie ins Krankenhaus gehen und sie brauchen Schmerzmittel, werden ihnen einfach nicht so viele Schmerzmittel gegeben, wie sie brauchen. Das ist auch eine Art des Neglects. Und das sieht man eben nicht. Das ist unsichtbar, aber genauso schädigend. Und dann wollte ich euch noch kurz mit einem Zitat von Dr. Frank Ulrich Montgomery, Ehrenpräsident der Bundesärztekammer, beglücken. Einfach auch, um zu zeigen, nochmal zu zeigen, das ist wirklich, wie sich das durchzieht in Deutschland, durch die Eliten, weil das ist mein Fokus, weil dort die Macht ist, in den Eliten in Deutschland diese Dehumanisierung. Also der behauptete, ja, als Arzt, jetzt ist er Ehrenpräsident, davor war er Präsident und auch ist, ich glaube, der ist jetzt auch Präsident der Weltärztekammer oder sowas. Und er behauptete, dass Maskentragen in ostasiatischen Ländern existiert wegen eines asiatischen Beauty-Ideals. Weil wir asiatische Frauen natürlich, mit Masken schöner aussehen wollen oder was auch immer. Also, dass ein Mediziner in Deutschland mit so einer Macht sowas sagen kann, unmöglich, aber andererseits schadet es auch Deutschen. Es schadet weißen Deutschen. Es schadet Deutschen, die überhaupt nichts mit Asiaten zu tun haben. Das ist wichtig zu verstehen, was diese kognitive Dehumanisierung von Asiaten macht. Und natürlich auch mit den erfolgreichen Covid-Bekämpfungsmaßnahmen in Taiwan, wo ich jetzt im Moment bin, auch Vietnam, Südkorea und Japan und selbst sogar teilweise China. Also China hat jetzt auch Covid unter Kontrolle, dass diese Maßnahmen nicht, da interessiert sich irgendwie niemand dazu. Und da würde ich auch noch auf einen Artikel verweisen in der Zeit, in der letzten Woche am Donnerstag von Yang Xifan, die dazu geschrieben hat. Genau, da könnt ihr nochmal nachlesen. Ich gehe mal aus dem Stop Sharing raus. Mhm. Jetzt nur noch 3 Minuten oder so. Es geht um das Argument, wie können wir andere davon überzeugen,
dass sie anti-asiatischen Rassismus ernst nehmen müssen. Und da ist mein theoretischer Background ist dort sehr marxistisch und von Foucault geprägt und materialistisch. Ich denke, wir müssen uns als Asiatin in Deutschland anschauen, was sind die Machtstrukturen? Literally, wer hat Macht über unser Leben? Und das sind die politischen und wirtschaftlichen und intellektuellen Eliten. Ich denke, wir brauchen ein neues Argument, wo wir eben nicht nur sagen, bitte, bitte hört uns zu wegen anti-asiatischem Rassismus, wir wollen eure Empathie, wir wollen euer Mitleid, weil wir wissen kognitiv, Empathie ist limited. Also viele Menschen, wir haben keine endlose Empathie für andere Menschen. Also das ist, wir haben auch keine endlosen kognitiven Ressourcen zur Humanisierung. Wir schalten schnell ab, jede von uns, auch Minderheiten, gegeneinander. Und deshalb denke ich, ich möchte ein neues Argument formulieren, wo wir eben politisch sagen, es schadet euch, uns nicht zu verstehen. Das ist eben auch, was Nie beschreibt, mit dem Kolonialismus, der Geschichte des Kolonialismus. Dann, wenn man wirklich darin verhaftet ist, in diesen dehumanisierenden kognitiven Strukturen, der kolonialistischen Geschichte des eigenen Landes, dann hat man solche dermaßen Fehlwahrnehmung, also spezifisch jetzt auch mal China in Deutschland. Deutschland ist ja unheimlich vernetzt mit China wirtschaftlich. China wird schon als wichtig angesehen wirtschaftlich irgendwie, aber gleichzeitig schwach. Das ist eben was Nie gerade angesprochen hat. Und das ist so eine kognitive Dissonanz. Also als die ersten Nachrichten über Wuhan kamen, das menschliche Leiden in Wuhan nicht kognitiv humanisiert, weil China ist ja das Land, wovon die deutsche Wirtschaft profitieren kann. Und die Menschen, das ist nochmal was ganz anderes. Und das zeigt eben auch, dass diese kognitive Fehlwahrnehmung ja am Ende den Eigeninteressen schadet. Genau, ich glaube, ich belasse es dabei. Okay, ja, Wahnsinn. Ja, also vielen Dank. Also das, glaube ich, passt. Es ist wirklich unsere Vorträge wirklich wie aufeinander abgestimmt. Und ich bin wirklich persönlich auch immer wieder, jetzt wo ich älter werde, wird mir manchmal diese Wut kommt irgendwie hoch und merke ich dann oft auch diese Hilflosigkeit. Ich weiß auch, wie meine Mutter, die nicht so gut Deutsch beherrscht hat, wie sie auf der Straße in den Läden behandelt wurde, also dass das wirklich sehr Ambivalenz dasteht. Einerseits wird das extrem gefordert, dass wir musterhafter sind, dass wir angepasst sind, aber wenn es wirklich drauf ankommt, dann wollen wir mit uns nichts zu tun haben. Also da spielen ja wirklich ganz verschiedene, diese kognitive Ebene, wie du sie dargestellt hast, wie der Umgang der anderen, die sie auch ständig auf uns auch spiegeln. Aber wenn man dann wirklich anspricht, dann wird man auch nicht wirklich ernst genommen. Du bist ja anders. Also, weil manche waren sogar beleidigt, weil ich gesagt habe, ich werde hier diskriminiert, ich fühle mich nicht immer wohl. Und dann waren sie beleidigt, dass ich mich hier nicht wohlfühle. Also das sind wirklich Diskussionen. Und eins ist das, was wir, also wirklich unter den Asiatischen fehlt etwas. Also ich habe auch mal gehört, dass manche Japanerinnen sagen, wir sind keine Migrantinnen. Also weil sie was Besonderes sind. Und wir haben wirklich die Asiatischen insgesamt, also das ist gar nicht Pan-Asiatisches oder diese zusammenführen wie Black Community oder Latin America. Das fehlt uns schon ein bisschen. Also wir merken es auch, dass es wir versuchen uns aber so unter den Communities das zu bilden. Das ist so eine Sache. Und ich finde auch, Lia, auch wunderbar, dass du nochmals diesen Appell, also an die Verantwortung, an die sozusagen weiße Eliten, intellektuellen Mehrheit auch gerichtet hast. Und ja, ich denke, wir können erstmal vielleicht ein paar Fragen aus dem Publikum mal nehmen
Und ich denke, dass ihr auch untereinander durchaus eure Fragen auch vertiefen könnt. Wir schauen uns mal, welche Fragen es gab. Genau, ich gebe die gerne mit rein und da kamen auch nochmal zwei Fragen, die an das ganze Podium gerichtet waren. Und die auch mit die Fragen sind auch miteinander verbunden, die ich gerne das ganze Podium auch stellen möchte. Und dann auch nochmal einzelne Fragen. Ich möchte nochmal den Hinweis geben, noch davor, wenn Fragen gestellt werden, dann bitte im Chat auswählen an alle Diskussionsteilnehmer und Zuhörer. Standardmäßig ist da nur eingestellt alle Diskussionsteilnehmer, dann sehen das nur wir. Wenn auch Zuhörer ausgewählt ist, dann sehen auch schon andere, dass eine ähnliche Frage vielleicht schon gestellt wurde. Das vielleicht jetzt nur noch mal als Hinweis. Genau, ich wollte da eine Frage aufgreifen von Henrike Max. Genau, sie fragt, wie sollte man eurer Meinung nach aktiv gegen antiasiatischen Rassismus eintreten und sich als nicht betroffene Person effektiv als Ally verhalten und fragt auch direkt nach Strategien und Beispiele. Und eine ganz ähnliche Frage kam von Marcel Hopp, aber als eben aktiver Asiat in Deutschland, fragt er, wie gelingt es uns als aktive AsiatInnen in Deutschland besser, dass sämtliche Communities in Deutschland antiasiatischen Rassismus stärker als reale und ebenso problematische Formen von Rassismus in Deutschland erkennen und wie bauen wir nachhaltige Allyships auf, die aktive BIPOCs mit einschließen. Das sind jetzt einfach nochmal Fragen an das gesamte Podium und dann kam auch nochmal eine Frage an Lia Yu. Hast du in deiner Schulzeit in Köln antiasiatischen Rassismus erfahren, fragt Rotraut. Da hattest du auch schon dazu gesagt, dass du darauf antworten möchtest. Aber vielleicht können wir mit den gesamten Fragen, mit den Fragen, die auch an das gesamte Podium gingen, beginnen. Ich möchte auch noch mal eine Frage aufgreifen, die an Rosa ging, ganz früh in der Diskussion. Das könnten wir vielleicht ein bisschen noch zurückstellen. Und zwar wurde da nochmal gefragt, welche Rolle spielen ursprüngliche spanische koloniale Kategorisierungen wie Mestizo Sengle, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, heute auf den Philippinen. So what role do original Spanish colonial categorizations such as Mestizo Sengle play today in the Philippines? Die Frage kam von Sarah Albiez Wieg. Ich hoffe auch, dass ich das richtig ausspreche. Mhm. Genau, das könnten wir auch noch vielleicht ein bisschen später dann beantworten. Vielleicht erstmal die Frage gerade eben, was kann man selbst tun als betroffene oder nicht betroffene Person? Und auch mit den Allyships. Ja, wer möchte als erstes beginnen, auf diese Frage zu antworten? Oder möchte, ja, okay, nie. Mhm. Ja, erstmal vielen Dank nochmal auch an Lia für deinen tollen Beitrag. Ich habe echt so viel gelernt und Neues erfahren. Und das ist schön, dass es dann hier auch möglich ist, interdisziplinär und transdisziplinär zu arbeiten. Und und ich fand auch die Fragen, also ich möchte jetzt gerne auf die Fragen eingehen und zunächst vielleicht die Frage nach, was können wir eigentlich dagegen tun? Und ich denke, es bieten sich da verschiedene Ebenen an. Erstmal ist natürlich antiasiatischer Rassismus immer etwas, was man im Zusammenhang mit anderen Formen von Rassismus thematisieren und diskutieren muss. Dieser antiasiatische Rassismus ist eigentlich auch schon mal falsch, weil es sicherlich antirassistische Rassismen sind, die Menschen unterschiedlich markieren und ihnen unterschiedliche nationale Kategorien zuschreiben und dementsprechend auch nachdem, ob sie nun als chinesisch, als vietnamesisch, als philippinisch oder als sonstig asiatisch
konstruiert werden, werden sie, glaube ich, auch unterschiedlich behandelt. Und Nathalie, du hast ja auch schon darauf hingewiesen, dass zum Beispiel japanische Menschen und auch japanische Touristen anders behandelt werden als zum Beispiel chinesische Touristen. Und sicherlich ist es halt genauso bei asiatischen Deutschen, die unterschiedlich rassistisch konstruiert, stereotypisiert werden, je nachdem, welche sogenannte Herkunftsnationen mit ihnen assoziiert werden aus der weißen deutschen Sicht. Trotz dieser Komplexität und trotz dieser Polarität von asiatischem Rassismus ist es dann immer trotzdem wieder auch wichtig zu betonen, dass wir alle ein gemeinsames Interesse haben. Und dieses gemeinsame Interesse bezieht sich darauf, halt strukturellen Rassismus, der alle Menschen, die mit Rassismus konfrontiert sind, die durch Rassismus diskriminiert werden, aufzudecken, zu dekonstruieren, diese strukturellen Formen von Rassismus, der zum Beispiel auch in Institutionen, in Gesetzen, in der Bildung, in der Kulturarbeit, in so vielen Formen und in so vielen Bereichen der Gesellschaft sich manifestiert, einer aufklärerischen Bearbeitung zuzuführen. Und dafür brauchen wir natürlich eine rassismuskritische, dekolonialisierende Wissensproduktion, genauso kulturelle Beiträge. Und natürlich muss sich das halt auch niederschlagen im sozialen Bereich, dass die Zugänge zum Arbeitsmarkt, zum Wohnungsmarkt diskriminierungsfrei erfolgen und ohne Rassifizierung also sowohl im negativen als auch im vermeintlich positiven Sinne. Und da stimme ich natürlich mit euch ein zu, wenn ihr sagt, dass der Modern Minority-Mythos nicht nur sozusagen ein Mythos ist, sondern die uns tatsächlich auch schadet. Und wir selber sozusagen ja durch diese Zuschreibung in Kategorien eingeteilt werden, die wir erfüllen müssen. Und ansonsten, wenn wir sozusagen nicht super bildungserfolgreich sind, sondern nur sozusagen ganz normal sind, ist das dann schon auch eine Enttäuschung rassistischer Erwartungen und Stereotypen, die dann möglicherweise auch entsprechende Bestrafung nach sich zieht. Genauso leiden wir halt als rassistisch Betroffene, wenn auch sicherlich in unterschiedlichen Ausmaßen und unterschiedlichen Formen auch so ein Racial Profiling, wobei ich mir darüber bewusst bin, dass asiatische Menschen oder schwarze Menschen unterschiedlich rassifiziert werden und dementsprechend auch unterschiedlichen rassistischen Diskursen und Fremdkonstruktionen unterliegen. Nichtsdestotrotz werden sie zum Beispiel durch diskriminierende Praktiken diskriminiert und dementsprechend gibt es dort halt auch gemeinsame Interessen, die wir auch gemeinsam angehen sollten. Und darüber hinaus, glaube ich, ist es halt ganz wichtig, Empathie nicht nur nicht nur als ein menschenrechtliches, sondern auch als eine politische Ressource zu nutzen, wenn wir in einer diskriminierungsfreien Gesellschaft leben wollen, dann ist es absolut selbstverständlich für alle Menschen und für alle Gruppen, die und nicht nur für diejenigen, die rassistisch diskriminiert wurden, sondern alle Formen von Diskriminierung, Ausbeutung und Unterdrückung, die auf Gender, Sexualität und andere Formen von Differenz beruhen, zu thematisieren und zu bekämpfen und diese auch in den eigenen Communities zur Diskussion zu stellen. Und genauso wie wir uns solidarisch erklären mit zum Beispiel mit der Black Lives Matter Bewegung, so wäre es, glaube ich, auch durchaus angebracht, auch Solidarität einzufordern, wenn es halt darum geht, anti-asiatischen Rassismus als Problem ernst zu nehmen und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, weil ich denke, es ist tatsächlich ein globales Phänomen mit natürlich nationalen Ausdifferenzierungen. Und ein letzter Punkt, bevor ich zu viel und zu lange rede, ist die Frage von asiatisch, das heißt, auf welcher Ebene können eigentlich Betroffene sich solidarisieren. Und mir geht es dabei gar nicht so sehr darum,
ein, wie auch immer, kulturell eine essentielle Form von asiatisch sein zu propagieren. Ich denke, es ist immer wichtig, Kollektividentitäten zu dekonstruieren und ihren politischen Charakter zu betonen. Und wenn wir uns als Rassismusbetroffene, die aufgrund ihres vermeintlichen Asiatischseins diskriminiert werden, dann macht es für mich im Rahmen dieses rassistischen Raums durchaus Sinn, dann auf der gleichen Ebene sozusagen zurückzuantworten und Solidaritäten und gegenseitige Unterstützung entsprechend auf dieser Ebene aufzubauen. Ich meine, Rassismus ist etwas, was sozusagen immer von außen uns aufoktroyiert wird, und dementsprechend ist es halt keine Frage der Wahlfreiheit, ob wir sozusagen in dem Sinne asiatisch sind oder nicht oder asiatisch sein wollen oder nicht. Wir werden zu Asiatinnen gemacht oder als asiatische Menschen konstruiert, unabhängig davon, wie wir aussehen, unabhängig davon und wie unsere Geschichte konkret aussieht, unabhängig davon, ob die Betroffenen, ob der andere uns halt kennt oder nicht. Es ist sozusagen nicht eine Frage der Wahlfreiheit, die zur Disposition steht, wenn es darum geht, sich gegen anti-asiatischen Rassismus zur Wehr zu setzen und dort nach geeigneten Ansätzen zu suchen. Ein allerletzter Punkt wirklich und nur ganz, ganz kurz. Ich denke, es halt ganz wichtig ist, betroffene Perspektiven anzuerkennen und ernster zu nehmen. Und ich bin darüber sehr froh, dass gerade in der jüngeren Generation, aber nicht nur, also nachdem wir die erste Generation gehuldigt haben und unseren Respekt und auch unseren Dank ausgesprochen haben für das, was die erste Generation geleistet hat, denke ich, ist aber auch durchaus angebracht, zukünftigen Generationen, die noch jung sind und die in Deutschland aufgewachsen sind, unsere Hoffnung und auch die Potenziale, die damit verbunden sind. Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, kennen sich natürlich mit Deutschland besser aus, verfügen über eine ganz andere sprachliche Selbstverständlichkeit und auch ein intimes Wissen über die deutsche Gesellschaft, ihre Spielregeln, wie die kulturellen Eliten zum Beispiel, für was sie sich interessieren, nach welchen Logiken und nach welchem Kapital, kulturelles, ökonomisches Kapital, politisches Kapital, sie streben. Dementsprechend hat diese Generation ganz andere Voraussetzungen und Möglichkeiten zur Intervention. Und davon sollte sie natürlich auch Gebrauch machen, weil es einfach ein selbstverständliches Bürgerrecht ist, sich politisch zu engagieren, sich in Diskussionen einzubringen und auch politisch, kulturell, wissenschaftlich zu arbeiten. Also, das war ja ein großer Vortrag, also, aber ich hätte dir ja wirklich stundenlang zuhören können. Es sind ja wirklich sehr wichtige Sachen angesprochen auf ganz verschiedene Ebene. Glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig ist, also einmal die Öffentlichkeit, aber auch die Betroffenenperspektive. Und das sind, glaube ich, noch ganz viele Sachen, glaube ich. Auch Glablia, wolltest du vielleicht direkt da eingehen und auch wahrscheinlich deine Perspektiven ergänzen? Möchtest du gleich loslegen? Habe ich so das Gefühl gehabt? Ja, okay. Ja, es geht um das Jungsein. Just joking. Wo wir davon sprechen, von den Leuten, die noch jung sind. Also wir haben heute in der Audience, ich möchte einen Shoutout machen an Victoria Kurewu, die Gründerin von Ich bin kein Virus, weil Rosa das auch erwähnt hat. Und auch Tui Win vom Koorientation Medienkritik ist hier. Weil jemand gefragt hat, was können wir machen speziell in Deutschland? Und ich denke, die Arbeit, die Koorientation macht mit der Medienkritik, ist ganz, ganz wichtig. Also das geht auch damit einher, auch Shoutout, meine frühere Gymnasiallehrerin Rotra Rüber-Barth an der Ursulinschule in Köln hat gefragt, wie war das für mich in Köln? Und da gehe ich auch gleich kurz drauf ein, aber die Sache ist, also ich hatte eine gute Erfahrung an der Ursulinschule in Köln. Ich kam von Bayern, muss man sagen. Das Problem ist aber, Schulbücher
Kinderbücher, mediale Repräsentation. Das ist in Deutschland, weil ich jetzt auch fast 10 Jahre in den USA gelebt habe, davor auch in England, also wenn ich das vergleiche, diese Levels of Political Correctness, die es in Deutschland einfach nicht gibt, das ist schon erschreckend. Und da finde ich die Arbeit, die Menschen wie Tui bei Korrentation und das ganze Team auch bei Korrentation machen und Victoria bei Ich bin kein Virus, das ist wunderbar für die jüngere Generation. Also ich hätte mir gewünscht, dass ich jetzt die Website Ich bin kein Virus gehabt hätte als Teenager und da meine Stories, also mich an euch hätte wenden können. Das fände ich, das hätte mich total gestärkt in meiner Realitätswahrnehmung. Also ich finde, das ist wirklich etwas, das sehr ermutigend ist in unserer Zeit. Und ich finde, da hat Nia auch völlig recht. Die jüngeren Leute, die vernetzter sind, auch technisch, also die können das wirklich benutzen, diese Solidaritätsschaffung auch während Corona. Ich meine, sogar mit Social Distancing hat sich die Asian Community organisiert. Wir sind heute hier, also das ist schon toll. Ich würde, also weil Nie, du hast uns einen ganz, ganz komplexen großen Rahmen aufgebaut, also gesellschaftskritischen Rahmen, und ich würde da einfach kognitiv reinspringen. Also ich gebe dir völlig recht mit dem, was du sagst, und ich denke eben, was kann man da kognitiv machen? Also das, was du sagst, ist true. Also das ist eine menschliche, intellektuelle, moralische Wahrheit, die wir kommunizieren müssen. Und die Frage ist, was steht kognitiv dieser Kommunikation im Wege? Und da, denke ich, steht diese kognitive Dehumanisierung ganz stark im Wege. Also ich habe als politische Philosophin ein Feld, das sehr weiß und sehr männlich ist, viele Erfahrungen gemacht, wo es politische Philosophen, Professoren oder andere Studenten gab, nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch USA, aber vor allem in Deutschland, die Kant lesen, die Bücher über Kant und Habermas und Kosmopolitanismus und Moralphilosophie schreiben und kein Problem haben, mir im selben Seminar zu sagen, dass ich sehr gut Deutsch spreche, wo ich eigentlich herkomme. Was mir bei der Studienstiftung passiert ist, ich wurde gefragt nach einer langen Woche, es war ein humanistisches Kolloquium, nach einer langen Woche, wo ich dachte, dass ich dazu beigetragen hätte, zu definieren, was es heißt, Mensch zu sein, humanistisch, wurde ich von dem Professor gefragt, können Sie mir sagen, Frau Yu, können Sie mir sagen, die China-Restaurants in Deutschland, diese süß-sauer Schweinefleischgerichte, sind die authentisch? Können Sie mir Restaurants empfehlen? Also sowas geht ab. Ja, in Deutschland. Und das ist eine kognitive Dissonanz. Und ich denke, wir können unsere wichtigen antirassistischen Theorien erst durchsetzen, wenn wir sozusagen diese kognitive Dehumanisierung auch, also if we overcome it. Und eine Art und Weise ist eben, uns genauso zu definieren, wie sie uns nicht sehen. Also menschliche Wärme, Kreativität, Individualität, all diese Traits, die sie uns absprechen, dass wir die bestärken, wenn wir uns selbst, also dass wir die verstärken, wenn wir uns selbst darstellen, aber dass wir die auch bei anderen, also gerade hat jemand gefragt, ich glaube Henriette, also was können Allies machen, wenn ihr wisst, dass ihr in einem Raum seid und es gibt Asiaten da drin, wenn ihr wisst, dass die und die Person wird gleich wieder als gut in Mathe oder stiller Streber stereotypisiert, wenn ihr wisst, dass das passiert, dass das in den Köpfen der Menschen passiert, dann hebt doch hervor, wie diese Asiatin aber eigentlich sehr individuell und eigentlich sehr menschlich warm und kreativ ist und so weiter. Also das wäre eine Möglichkeit. Und dann möchte ich zuletzt noch ein sehr dunkles Thema ansprechen, und zwar, was Nathalie gerade erwähnt hat, du meintest, es gibt Japaner, die sagen, wir sind keine Migranten. Einerseits stimme ich mit dir völlig überein, nie, dass, und das geht auch dazu zurück, was Rosa vorher gesagt hat, dass Menschen, die rassistische Erfahrungen machen und asiatisch gelesen werden, dass
dass das eine Realität ist, die man akzeptieren muss. Stimme ich mit überein. Das Problem ist, es gibt Menschen in unserer Community, es gibt viele Minderheiten, die nicht zugeben wollen, dass Rassismus gegen sie geschieht. Und ich möchte dazu vor allem auch hinweisen, bei dieser diesjährigen Präsidentschaftswahl in den USA hat Trump bei Minderheiten zugelegt. Latinos, Asians, Vietnamese Americans, Women. Also wie erklärt man das? Und ich finde, wir müssen da auch als People on the Left, Anti-Racist, Scholars and Activists on the Left, so sehr wir auch wissen, was die Wahrheit ist, müssen wir auch die Realität benennen, dass es Menschen gibt, die diese Opferrolle, zu sagen, ich bin Opfer von Rassismus, dass die das nicht mögen. Und dass es viele Menschen da gibt. Also auch in den USA. Du hast Candace Owen, eine schwarze Frau, die Trump unterstützt. Du hast, erinnert euch so vielleicht an den Vorfall mit Kanye West. I know. Maybe not the best example, aber Kanye West ist für mich so he sums it up for me. Er hat erstmal gesagt, ja, Sklaven waren selbst schuld. Und dann ist er im Oval Office bei Trump, ne, zusammengebrochen. Ja, was war das? Oh, you're such an amazing father figure, Trump. I never had a dad. And, you know, you're so amazing. And worum ging es bei Kanye? Es ging darum zu sagen, ich will nicht Opfer sein. Ich will mich nicht, warum sollte ich mich mit dieser Identität identifizieren? Und geben wir es doch zu, menschlich ist Rassismus für alle, es ist doch keine schöne Erfahrung. Und deshalb müssen wir uns bewusst sein, kognitiv, um nochmal zu dieser Empathiebegrenzung zurückzugehen. Wenn das so ist, dann müssen wir, ich glaube, anders eine neue Sprache, das versuche ich eben in meiner Arbeit zu machen, eine neue neuropolitische Sprache zu finden, auch mit diesen Leuten in unserer Community umzugehen. Nicht, weil wir mit ihnen übereinstimmen, aber you've got to deal with them. Sonst kommt Trump und AfD und alle möglichen Leute mit dieser Strongman-Narrative. Das ist viel mehr appealing als wir jetzt, diese Runde. Also deshalb ist meine nochmal abschließend zu sagen, ich möchte, dass das, was wir sagen, also was Rosa und Nie und Natalie, also die Wahrheiten, die wir benennen, die schmerzhaften Wahrheiten, wo es um menschliche Verletzlichkeit geht, wo es eben, wie Rosa sagt, um Othering geht, um Dehumanisierung, um all diese schmerzhaften, wir müssen uns wirklich überlegen, how can we also pitch this to those people in unserer, wie können wir die Leute in unserer Community überzeugen, die das nicht so sehen? Das denke ich, ist eine Herausforderung. Das ist eine sehr dunkle Wahrheit, oder eine sehr dunkle Situation. Aber ich denke, dem müssen wir uns auch, we have to face it. Okay. Ja, jetzt ist Rosa dran. Also wir haben noch 8 Minuten und haben wir ein bisschen Glück, dass der Korea-Verband, also ich diese Abschlussmoderation mache. Wir können ein paar Minuten, denke ich, überziehen. Also dann würde ich Rosa bitten, weil Rosa brennt auch jetzt auch ein paar wichtige Dinge loszuwerden. Okay. I'll try to be short also because Joanna will need to translate for me. Me and Leah already gave a lot of, I'd say, very productive points to this question. First, I want to emphasize again the problem that has already been raised, which is that anti-Asian racism is invisibilized. And so a crucial step, therefore, is making it visible, making it a topic for the broader public to discuss. And here I really laud the work of Koreantation and ishbinkindvirus.org for making this issue visible in the context of the pandemic, particularly, although of course the work of Koreantation runs much longer than that. And so the second point I want to make is that there's a need to build solidarity across other groups, with other groups who are experiencing racism, even if the
racism that different groups experience have their own specificities, I think we need to look at what unites the experiences of people and to view this within the framework of intersecting struggles. So how do we build solidarity with Black Lives Matter, which is solidarity, which is reciprocal, right? Also with movements against anti-Muslim racism, particularly in Europe. How do we build this? And I think it's in this building of this solidarity that we can also elevate much more the conversation on anti-Asian racism. But this leads me also to a point that Leah raised, although I will tackle it from another angle. We also, I think, need to have a robust conversation about anti-migrant racism among our ranks. So it's not just that there's a big denial that we can become victims of racism, but among East and Southeast Asians in the diaspora, there's also very strong racism against other migrants. I mean, Leah mentioned in the context of the US, also Filipino Americans are one of the top, at least back in 2016, one of the top voters of Trump among Asian Americans. And here in Germany, anecdotally, a lot there are Filipinos who voted for AfD or who at least support the AfD. And I think this is an issue that deserves to be looked at in a more deeper manner. And I think also this relates to, although not reducible to, but relates to the model minority myth. So how it has been internalized by East and Southeast Asians in the diaspora themselves, who think of themselves as the good migrant, as the model migrant, and therefore everybody else who comes in after or who are not the same as us are bad migrants, right? We need to tackle this and we need to confront this in order to build this solidarity with other groups that are fighting against racism. And this brings me to my last point, which also has been mentioned by Leah, the ways, and of course, the ways in which we need to dismantle the architecture of knowledge production and the information communication that are permeated with racism, racist tropes, some of which probably by the practitioners, they're not aware that these are prejudiced information or presentation of information. And therefore there's really a need to actively reflect on biases, particularly among media practitioners, but also among academics and other knowledge producers, because these are very influential in shaping how people view particular segments of society. And here again, I go back to the work of orientation that call them out for this. I think it's very crucial to call them out for what they're doing bad, for what they're doing prejudicially in their presentations of news. I think it's a very big step in this and an important step. But of course, media practitioners also need to actively work on it. They cannot just keep on waiting to be called out on this. They also need to actively work on it amongst their ranks. And with that, I would give the floor back again to Natalie. Okay, thank you very much. Very short, but compact. Ich habe sollte vielleicht Deutsch sprechen. Danke vielmals. Also diese Zusammenfassung und bei allen höre ich auch wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was ich meinerseits sagen würde, das selbstkritische Blick, also dass das man also sich anschauen, das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, dass manche Leute diese Opferrolle nicht wollen. Ist ja auch immer schmerzlich, in dieser Opferrolle zu sein. Und ich hatte auch eine weiße Freundin, die gesagt hat, ein anderer Migrant hervorgehoben hat, er jammert nicht so viel, er beklagt sich nicht viel, er sagt, ach, Rassismus ist kein Problem. Und das fand sie ganz toll. Und ich habe da wirklich ein bisschen kurz geschluckt. Also wir müssen da wirklich die auch Mitte finden. Aber ich glaube, wirklich wichtig ist, ich sage dann irgendwie auch, dass ich selber rassistisch bin. Also wir wachsen auf. Ich bin auch mit diesem Film Bonanza aufgewachsen, wo der chinesische Koch immer der Koch war. Und wir sind nicht frei von diesen ganzen Hollywood-Filmen und Werbung täglich. Und deswegen müssen wir immer ehrlich auch zugeben,
Also wenn man auch die anderen auch vorwirft, also auch gegenseitig irgendwie zu sehen, wie sehr sind wir von rassistischen Bildern beeinflusst. Und das fordere ich halt auch im Gespräch, wenn meine so weißen Freunde irgendwie sagen, ich bin nicht rassistisch, das geht gar nicht. Wir sind alle rassistisch. Und meine Erfahrung ist am schlimmsten, wenn ich irgendwo reingehe und die Leute sagen nichts. Also es wäre ja einfacher, wenn sie sagen Ching Chang Chung oder wenn die mich anmachen, aber oft ist es Schweigen. Aber ich weiß ganz genau, du bist nicht erwünscht, aber ich kann nicht deren Kopf hineinschauen. Und dieses Schweigen der Rassismus empfinde ich manchmal schlimmer als dieses Lustigmachen, direkt fragen, woher kommst du? Und das ist etwas so offen oder manchmal neugierig, je nachdem, wie die Leute fragen. Aber wenn sie gar nichts sagen und dieser Blick, und das ist sehr niederschmetternd, aber ich habe keinen Beweis. Ist das so? Oder bin ich empfindlich? Dann zweifelt man an einem selbst. Oder warum muss ich mich damit auseinandersetzen, dass man irgendwie manchmal auch weglaufen wird? Also das ist wirklich die Realität. Und ich denke, das ist wirklich ganz wichtig, dass wir wirklich diese Pandemie im Moment als Chance nehmen, dass wir darüber sprechen und auch diese ganzen Fragen auch kamen, also wo man, wo wir auch mehr solidarisch irgendwie auch agieren können. Und ja, jetzt haben wir genau halb, aber ich würde gerne die letzten Fragen, das brennende Fragen da sind, vielleicht ein, zwei Fragen noch aufnehmen und sagt ja noch ganz kurz dann die Antwort. Ja, okay? Genau, ich würde auch ein paar Fragen einfach auswählen, die da jetzt noch in den Chat mit reinkamen. Und manche überschneiden sich vielleicht auch ein bisschen und oder können auch ganz kurz beantwortet werden. Eine Frage war, was denn, und zwar von Aaron Müller, welche Erfolge habt ihr beobachtet bei der Medienkritik, zum Beispiel von Coorientation und anderen Organisationen oder AktivistInnen? Genau, vielleicht könnt ihr dazu auch noch was sagen, was da jetzt die Erfolge waren nach von den Aktivitäten während der Corona-Pandemie. Eine andere Frage war, gibt es denn, die von Christa Wichterich kam, gibt es ein antirassistisches Bündnis zwischen Ost-, Südost- und südasiatischen Communities der zweiten und dritten Generation? Und dann würde ich vielleicht auch noch damit verknüpfen von Christina Grein. Wie können wir die Amnesie bezüglich Rassismus angehen, war Ihre Frage, als Zivilgesellschaft oder auch von der staatlichen Seite? Also das hatte auch Niha eben angesprochen in seinem Beitrag, diese Amnesie bezüglich Rassismus. Genau, es gab noch eine Frage von Johanna Kotsch zu Literatur. Sie wollte noch gerne mehr Literatur haben bezüglich Limit von Empathie und Menschlichkeit. Oder ebenso zur Diaspora und Migration über die Literatur hinaus, was die DiskussionsteilnehmerInnen eben jetzt schon selbst geschrieben haben. Vielleicht da auch nochmal das Angebot einfach, wenn ihr etwas wisst, das direkt in den Chat reinzuschreiben. Vielleicht können wir da jetzt das nochmal überspringen und würde eine Frage noch von Victoria aufgreifen, die noch kam eben. Sie wurde ja auch schon erwähnt von dir. Sie hatte noch den Kommentar, es gibt Tage, an denen ich sehr wütend auf strukturelle Diskriminierungen und Rassismen bin. Gibt es eigentlich kreativere oder radikalere Taktiken, Strategien, die niemandem wehtun, die er kennt und gut findet, die mal gemacht worden sind, also irgendwelche Taktiken und Strategien? Sie hat dann noch Beispiele genannt wie Wände anmalen, Namensschilder vertauschen oder Ähnlichem auf diesem Level. Oder auch Beispiele, die ihr vielleicht schlecht findet. Vielleicht wisst ihr was. Genau. Und hast du auch nochmal bedankt abschließend für das Panel. Die Fragen wollte ich jetzt euch einfach noch mit reingeben und vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, hier zu noch kurz immer ein paar Minuten was zu sagen. Ja, also angesichts der Zeit, also würde ich jedem Referenten 2 Minuten geben und ganz kurz antworten, wenn man zu bestimmten Sachen sagen möchte. Vielleicht könnt ihr euch das auch ein bisschen aufteilen. Wir können ja mit Lia beginnen, genau, 2 Minuten, okay.
Genau, ich sage zwei Themen. Einmal also zu Vickys Frage, was kann man machen, wenn man diese Wut spürt und trotzdem niemandem ja, wehtun möchte. I like that. Ich glaube, weißt du, Rassismus ist für mich eine sehr körperliche Erfahrung. Deshalb interessiere ich mich auch für die Hirnebene. Ich glaube, Rassismus ist eine Erfahrung, wo Menschen, die rassistisch betroffen sind, das Gefühl haben, sie gehören nicht mehr zu einer universellen, körperlichen Menschlichkeit dazu. Die Körper sind marginalisiert. Und was mir sehr dabei hilft, ist, also meinen Körper dieses Grounding zu machen. Das können manche Leute, they do running, some people, you know, they do yoga. Für mich hilft Tanz. Also Tui macht auch da sehr viel zu Tanz. Also ich bin passionierte Tango-Tänzerin. Und mir hilft das. Also das ist einfach, unsere Körper in einen Kontext zu bringen, der vielleicht auch gar nichts eben oder möglichst nichts mit unserer Identität zu tun hat und dort eben unsere Körper zu erfahren. Also das ist so eine meiner Strategien. Und sich eben bewusst zu sein, dass Rassismus diese körperliche Erfahrung ist und dass wir wirklich Wellbeing und Self-Care betreiben müssen. Zweitens zu der Amnesie würde ich sagen, was ich wirklich als ganz, ganz großes Problem in Deutschland empfinde. Und das ist auch nochmal auf meine alte ehemalige Schullehrerin Rotra Röber-Barth zurückzukommen. Schulbücher, Kinderbücher, also die Art und Weise, Deutschland, also ich war in der Ursulinenschule dann, also ich habe viel Rassismus in Bayern erfahren, weniger dann in Köln. Wir hatten eine ganz, ganz internationale Klasse an der katholischen Mädchenschule in Köln. Die war wirklich international, das heißt, so wie Deutschland. Wenn man sich Deutschland wirklich anschaut, Deutschland ist divers. Aber es wird nicht dargestellt in den Schulbüchern. Es wird nicht dargestellt in den Kinder- und Jugendbüchern. Und da, also wenn ich da auf die USA schaue und auf England und auch Australien, das ist wirklich zwei Welten. Und da hat Deutschland noch viel, viel zu lernen. Okay, super. Dankeschön. Und Rosa? I think I just want to go back to one of the, I think Victoria Kurevu posted on allyship. So I think it's very important that we also look at this and how we can enact this. I think there's a lot of challenges because there's this internalized forms of colonialism and racism and modern minority myth. And then at the same time, the need to build allies, the need to build solidarity, and at the same time to take care of ourselves. So there's this multi-level of needs in the face of racism. And so I think to study allyship and decolonial allyship and solidarity, I think is very important in this regard. Mm-hmm. Okay, thank you very much. And the last part, Ni. Ja, mir ist es, also ich hoffe, dass ich nicht das Schlusswort habe, weil das wäre mir in dem Rahmen doch etwas unangenehm. Aber kurz zu den Fragen, Medienarbeit, Cointation, also ich bin ja auch Mitglied von Cointation oder bei Momentation. Ich denke, dass dieses Megaprojekt, also die kritische Medienarbeit, die Cointation in diesem Rahmen macht, aus verschiedenen Gründen wichtig ist. A, es ist, glaube ich, vorab wichtig, so eine Art Medienwatchdog zu haben, dass halt die Medienleute auch wissen, dass ihre Arbeit ein Stück weit supervised wird, dass da sozusagen auch Monitoring stattfindet, dass es halt dort auch eine Stelle gibt, die diese Arbeit versucht zu dokumentieren, transparent herzustellen und natürlich auch als vielleicht als ein Resource Center fungieren kann, wo dann auch betroffene Journalisten, die sich zum Beispiel unsicher sind. Ich denke, dass nicht jeder rassistische Diskurs zwangsläufig geplant ist oder sozusagen aus einem bösen Hinterwillen heraus geschieht, oder, sondern teilweise auch aus Unkenntnis beziehungsweise weil man einfach aus bestimmten gesellschaftlichen Gepflogenheiten und Selbstverständlichkeiten heraus Stereotype, Zuschreibungen, reproduziert und Leute, die guten Willens sind und wissen, dass sie ihre Arbeit besser machen können und auch diesen Willen haben, ihre Arbeit besser zu machen und nicht beratungsresistent sind, sondern sich fortbilden wollen, können halt durch solche Institutionen, Community-Institutionen auch kompetente Ansprechpartnerinnen finden
Und der andere Aspekt, den ich bei dieser kritischen Mediaarbeit wichtig finde, ist halt der Aspekt des Self-Empowerment im Sinne von Community-Arbeit, dass dadurch einerseits versucht wird, nicht nur in die deutsche Gesellschaft hineinzuwirken, sondern in die eigenen Communities als Teil der deutschen Gesellschaft, um dadurch Kompetenzen weiterzuentwickeln, Potenziale weiterzuentwickeln und dadurch auch die Interventionsfähigkeiten zu verbessern. Und rassistische Diskurse sind ja ein Stück weit auch als Medialdiskurse auch Teil eines Kulturkampfes, wo es halt um Fragen von Positionierung geht, um Fragen von, wie stellen wir uns dazu. Und es ist sicherlich auch nicht immer einfach und richtig, die richtigen Antworten zu haben, aber dann in einem kritischen Dialog zu bleiben und dann auch nicht sozusagen abgeschottet, sondern im Dialog mit Allies, mit anderen Communities zu bleiben und dann halt und durch dieses Feedback sich auch in seine eigenen Positionierung, sich sicherer zu werden und sich einen Austausch, auch ein kritisches Feedback abzuholen, ist, glaube ich, auch für die eigene Ausbildung oder Reflexion als eine rassismuskritische Organisation oder als eine rassismuskritische Bewegung auch wichtig. Und ich denke auch, dass das auch etwas ist, was kritische Medienarbeit vielleicht mit beinhalten kann, nämlich halt sozusagen uns selbst auch selbstkritisch zu betrachten und da auch sozusagen Unsicherheiten zuzulassen. Ein zweiter ganz kurzer Punkt, und das ist halt die Frage, ich versuche schon vorher ein bisschen anzureißen mit dem Asiatischsein. Sicherlich gibt es in Deutschland die gleichen Diskussionen, wie es in anderen asiatischen Diasporen halt gibt, wenn wir halt dann von Bindestrich-Identitäten sprechen, zum Beispiel asiatisch-deutsch, Asian-American, Asian-Australian und so weiter und so fort. Was ist das? Ne? Also der weiße Part scheint immer vollkommen klar zu sein, der ist unhinterfragt, aber der asiatische Part bei diesem hyphenated, bei diesen hybriden Identitätskonstruktionen oder Selbstbezeichnungen wird halt sehr stark hinterfragt. Und dabei spielen sehr, sehr viele verschiedene Motive und auch Gründe eine Rolle. Neben den nationalen Zuschreibungen und auch Festschreiben, den nationalen Identifikationen, spielt sicherlich auch die Internalisierung von weißen dominanten Diskursen eine Rolle, ne? Dass wir uns in unserem Asiatischsein angreifbar und verletzlich fühlen, dass wir das Asiatischsein sehr häufig in westlichen Gesellschaften, in westlichen Kulturen, im Unterschied etwa zur schwarzen Kultur, nicht irgendwie als hip, als sexy gilt, sondern eher so, ne, mit negativen Wertungen verbunden ist. Ne? Und wenn junge Leute auch noch medial konfrontiert sind, dass Asiatischsein eben uncool ist, dann ist es natürlich auch gerade schwer in so einer Popkultur, sich sozusagen diese asiatische Seite oder diese andere Seite anzuerkennen und das als legitimer Teil der eigenen Identität anzusehen und auch auf dieser Basis heraus sich zu engagieren und mit anderen Leuten, die über vergleichbare, ähnliche Hintergründe haben, zum Beispiel kulturelle, politische oder sonstige Projekte zu machen, die nicht notwendigerweise kulturell und politisch sein müssen, sondern einfach auf der Ebene von, wir verstehen uns gut und wir teilen gemeinsam Interessen halt handeln. Und wenn ich halt noch darf, eine Minute, ja. Okay, zum letzten Punkt, diese koloniale Amnesie, das ist ein Thema, was mich halt sehr rumtreibt. Ich denke, dass Trump und auch das, was Black Lives Matter an Möglichkeiten eröffnet hat, auch an globale Solidarität einerseits, aber auch ein verschärftes Interesse für die Fortschreibung kolonialer Kultur in den maßgeblichen Kulturinstitutionen selbst, dass das sozusagen nicht nur Teil der Vergangenheit ist, sondern bisher einen legitimen Platz in der Gegenwart hatte. Und das anzuerkennen, kulturpolitisch und auch institutionell,
damit ist halt meine Hoffnung verbunden, dass wir sozusagen dann von einer anderen Ebene aus, dass wir hoffentlich mit einem Paradigma wechseln, uns Fragen der Dekolonialisierung stellen können und dementsprechend der Erinnerungsarbeit, der Gedächtnisarbeit damit anfangen, sozusagen diesen weißen Blick auf die Geschichte zu hinterfragen und dadurch andere Geschichten und andere Verbindungen sichtbar zu machen, diese als Teil des gemeinsamen kulturellen Gedächtnisses dann zu sehen. Und was dabei wirklich wichtig wäre, wäre dann sozusagen dieses kulturelle Gedächtnis nicht als etwas anzusehen oder so, was zum Beispiel nur der einen Community oder der anderen Community gehört, sondern dass die Auseinandersetzung zum Beispiel mit anti-asiatischen Rassismus nämlich eine gemeinsame gesellschaftliche Arbeit ist. Und durch diese Anerkennung dieser gemeinsamen Arbeit ist es dann auch möglicherweise dann auch nicht mehr möglich, asiatische Menschen oder asiatisch gewesene Menschen als die ewigen anderen anzusehen und diese auf diese Art und Weise als nicht zugehörig, als fremd, weil wie anders aussehen oder der Normalität, den vermeintlichen Standards in einer weißen Gesellschaft nicht entsprechen und dadurch mit einem immerwährenden Gefühl der Nichtzugehörigkeit, der Unzugehörigkeit konfrontiert werden. Und wenn das halt aufgehoben werden könnte oder zumindest geschwächt hinterfragt werden könnte, dann glaube ich, wäre der Kunjan an Sie ein Stück weit auch abgeholfen. Vielen Dank, natürlich, dass du so tolerant warst. Ja, vielen Dank, Ni. Ich denke, das ist wirklich, uns reicht wirklich die Zeit nicht aus. Es ist auch ein sehr schwieriges Thema, letzten Endes, was einen schmerzt und das in ein paar Sätzen auch zu sagen. Also ich muss dann irgendwie auch sagen, dass es wirklich, dass der Anfang war, glaube ich, unser Workshop eigentlich hätte noch einen zweiten oder dritten Teil haben müssen, um all diese Themen, die jetzt angesprochen wurden, zusammenzufassen. Vielleicht sollten wir die Aufzeichnung nochmal aufdrieseln und verschiedene Ebenen uns mal anschauen. Vielleicht ist ja der Anfang, also ihr seht ja, das Asienhaus jetzt dieses Jahr 25 Jahre alt geworden ist und der Koreaverband 30 Jahre. Und wir haben noch ganz viel vor uns. Und ich denke, das ist vielleicht auch der Anfang dieser Diskurs, die wir jetzt in Deutschland führen. Ich habe in Korea auch die Erfahrung gemacht, dass eine große Migrationsströmung aus Südostasien in Korea sind. Wir haben den Austausch mit der ersten Generation dort. Und die haben uns also auch ganz viele Fragen auch gestellt. Wie geht es der zweiten Generation, die in Deutschland aufwachsen? Weil es dort auch die ähnliche Migration und Diskriminierung gibt und der Umgang damit. Und ich glaube, dass ihr wirklich auch die Pionierarbeit gemacht habt. Und ich hoffe, dass die Publikation gut ankommt. Und Rosa ist ja an der Universität, dass du selber mit den Studenten diese Arbeit machen könnt. Und ja, also ich freue mich wirklich super, dass ihr wirklich so intensiv mit uns diskutiert habt. Und wir haben wir hatten mehr als fast 60 Zuhörerinnen gehabt. Und leider konnte man sie auch nicht sehen. Das bedauere ich sehr. Aber ich glaube, dass wir vielleicht gute Anregungen an euch auch weiter geben konnten. Genau. Jetzt ist das, glaube ich, sollte ich gleich das abschließen, unser Asientag. Das war praktisch schon das achte Asientag und hoffe, dass wir diese Solidarität mit der Pandemie erstmal so anregen konnten. Ganz wichtig ist, dass wir uns bedanken bei unseren Förderern. Das ist Engagement Global und Miserio und Brot für die Welt und auch die Stadt Köln, dass sie ermöglicht haben, dass wir diese tolle Organisation machen konnten. Und Dank auch an alle Mitwirkenden, die technisch mit allen betreut haben. Und ich möchte mich auch nochmals auch an Joanna danken, die auch diese Panel organisiert hat
und auch die Übersetzung übernommen hat. Und auch Jan auch diese ganze technische Unterstützung und Fragen gemacht hat. Und nochmals möchte ich mich wirklich herzlich beim Asienhaus bedanken, das Team, die uns ermöglicht hat, so diese wichtige Tagung von, mit dem wichtigen Thema von Asien, von in Deutschland betroffen und auch mit betroffenen Menschen diesen Schwerpunkt ermöglicht haben. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass wir dann zum Schluss kommen können, oder? Alles klar. Okay. Dann nochmals besten Dank bei unseren Referentinnen, Rosa und Lia und Nhi. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch bald live. Okay. Tschüss. Thank you everyone for attending. Yes. Thank you. Goodbye.